Oh, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther, die Söldnersau, die gerade einige Prügeleien mit den Aserei hinter sich hat. Und noch ein paar vor sich hat wahrscheinlich, außer es gibt gleich einen Frieden oder so. Ach, guckt mal einer an. Wer kommt denn da vorbei? Gibt's gleich mal ein schönes Gefecht zu Beginn? Das ist tatsächlich eine schöne Schlacht, die mach mal. Oh, ich habe immer noch die Armbrust ausgerüstet. Darf ich die... Ah, ich darf nochmal wechseln. Gut. Ich würde nämlich kurz vorher wieder auf meinen... Zweihandhammer und die Wurfwaffen. Oh mein Gott, wo ist denn das Zeug? Da unten. Habe ich die überhaupt? Ich glaube, ich habe die... Habe ich die überhaupt gescheit? Das hier war mein Vorschlaghammer, ne? Du wirst mal direkt markiert, bevor irgendwas... Bevor es irgendwelche Missverständnisse gibt. Und was diese... Ich glaube, es war diese Stammeswurfaxt, nehme ich mal an. Okay, Angriff. Okay, Leute. Ihr kennt die Strategie? Alle drauf. Aber machen wir mal so vorrücken. Obwohl, ohne Scheiß, die Infanterie kann chargen. Da brauchen wir kein Schildwall oder sonst irgendwas einfach rein. Die vordere Linie ist schon Schildwall für uns genug. Das sind die Meat-Shields. Wie sie rennen. Na gut, sie wollen auf den... Sie wollen halt diesen Hügelbonus haben. Aber meine Fernkämpfer schießen schon schön auf sie. Das ist gut. Aua. Blöde Kavallerie, ey, ihr stört. Hm. 7 Schaden? Kommt mal her da. Sag mal. Oh, müsst ihr immer alles blocken. Jetzt ist das Schild kaputt. Da bist du jetzt schuld. Das musst du selber bezahlen. Ich bin wenigstens schnell genug, um da den meisten ausweichen zu können im Rückwärtsgang, aber... Dass die immer noch so viel blocken können, dass man so wenig Cleave hat. Kein Wunder, dass es Mods gibt, mit denen man dann richtig durchpflügen kann. Aber ich würde es vermeiden. Das ist dann schon fast ein bisschen... Dann wird, ich meine, Güter sollte schon strong werden, aber es sollte jetzt... Irgendwo kann man es vielleicht auch ein bisschen übertreiben, aber ja, diese Wachen da auszuschalten ist nice. Rest holen wir uns auch noch. Vor allem diese Mamelukenwachen da auszuschalten wäre... aua. Wenn wir jetzt noch verlieren, wäre das natürlich doof. Ich möchte es nur mal kurz gesagt haben. Würde mich etwas unglücklich stimmen. Ich meine, wir haben jetzt nur noch... Ein paar Leute, aber wir haben viele Fernkämpfer noch. Die Gegner haben Mamelukenwachen, die können doch eigentlich abgeschossen werden. Genau so, das macht ihr richtig. Oh, dann der Armbrustschütze. Schaut ihn euch an. Ja, das sind jetzt größtenteils Nahkämpfer. Das müssten wir doch hinbekommen. Plänkelt im Fall ein bisschen. Wären wir bloß nicht schon wieder so schnell draufgegangen. Ein paar... Oh, die haben jetzt wirklich noch ihre gesamte Elite hier. Aber meine Truppen sind noch echt gut dabei. Die werfen schon wieder mit ihren Nudelhölzern jetzt hier. Oh, gehen die in den... Die gehen in den Nahkampf. Nein, nein, wir verlieren schon wieder alles. Warum macht ihr sowas? Hey, wir haben ein Seeräuberlager entdeckt, ne? Irgendwo. Dann bauen wir uns nochmal auf. Oh mein Gott, die gesamte Ausrüstung, die wir hatten. Oh. Ey. Das war eigentlich ziemlich sicher. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell Schaden nehmen zwischenzeitlich. Ich darf gehen. Dankeschön. Nein, 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 nein. Ach Gott, verdammt nochmal. Wir sind Günther, wir kämpfen bis zum letzten. Achso, wir sind eh tot. Oh Mann. Okay. 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 Alles klar. Ihr wisst Bescheid, der Hühnerfutterkreuzzug steht an. Der Hühnerfutterkreuzzug steht an. Ohne Scheiß.
Den letzten Adligen von den Azarai habe ich noch gefangen genommen. Ab jetzt wird hingerichtet. Azarai und Vlandia sind jetzt auf der Liste. Dass ihr Bescheid wisst. Toll, jetzt bin ich im Verlies. Dankeschön. Die Tatsache, dass mit der Schlacht hätte ich noch leicht durchgehen lassen, aber dass die mich jetzt noch gejagt haben als Einzelnen da, das nehme ich persönlich. Kann ich irgendwas leveln? Ach ihr, das ist mir doch egal. So. Jetzt muss ich halt die ganzen Pferde holen und den gesamten Proviant. Nee, ich gebe euch nichts von meinem hart verdienten Geld. Das könnt ihr mal sowas von knicken. Irgendeine Obdachlose in der Stadt würde ich lieber geben als euch. Die Frage ist, wollen wir, wenn wir jetzt so mit adligen Metzeln anfangen, wollen wir mit Vlandia beginnen? Ich meine, mit Azarai sind wir jetzt eh gerade schon im Krieg. Wir können auch immer irgendeiner Fraktion beitreten, die entweder mit Vlandia oder mit Azarai im Krieg ist. Und dann ein kleines bisschen die... das Hackebeil auspacken, würde ich mal sagen. Günther hat jetzt die Schnauze voll. Jetzt werden keine Gefangene mehr gemacht. Tagelang verließ gefangen war und dort Schmerzen erlitten hat, bietet euch die Gelegenheit zur Flucht. Ja, wunderbar. Da kommt eine tausende Armee. Belagern jetzt hier die Burg, oder wie? Tatsache. Müssen denn hier überall Leute sein? Das sind irgendwelche Dorfbewohner. Okay, weit genug weg. Dann der Hoffnung, irgendwo ein Seeräuberlager zu finden. Ja, ich habe doch letztens welche rumlaufen sehen. Ihr da, Plünderer. Ja, jawohl. Ich habe 28% Lebenspunkte. Ja, jawohl, das sollten wir trotzdem schaffen. Bleibt gefälligst stehen, wenn ich mit euch rede. Ich brauche irgendjemanden, der mitkommt und mir meine Sachen trägt. Was soll denn die Scheiße? Boah, dann geht doch nach Hause. Ja, jetzt kommt ihr mit, oder was? Verarschen einfach alle. Ach, kann ich meine Kameraden jetzt wenigstens holen? Clan. Das ist die Familie. Die juckt mich nicht. Jep. 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 Garlic ist noch gefangen. Ein äußerst trauriger Knoblauch ist er jetzt. Oh, wir sind jetzt schnell geworden gleich. Ah ja, weil wir jetzt die Speeren dabei haben, ne? Das macht ja gleich so viel aus. Ja, ist die Verteilung, ich glaube, die muss ich nochmal komplett neu machen, nicht wahr? No. Nee, Moment, warum bin ich dann trotzdem schneller geworden? Komisch. Wir brauchen mal Nahrung. Gib mir was. Und Pferde. Wir brauchen wieder Pferde. Landia glaubt nicht, dass ich euch vergeben habe. Ihr seid gerade nur Mittel zum Zweck. Ich hatte vor allem so schöne, viele Sachen zum Looten, die ich hätte verkaufen können. Garlic der Hai wurde was?
Azrael und Batania haben Frieden geschlossen. Das glaubt ihr doch selber nicht. Es ist mir scheißegal, wer mit denn ist. Ich glaube, Azrael ist... ich weiß halt nicht. Flandia zuerst oder Azrael zuerst? Azrael bietet sich schon mal an, weil die so weit drin sind. Aber andererseits ist Flandia genauso weit drin, überall. Was wollen wir zuerst machen? Die Rache am flandischen Adel oder den Hühnerfutterkreuzzug? Fragen über Fragen. Aber ich glaube, wir können erstmal einen bergfreundlichen Versteck plündern. Und ein paar Gefangene mitnehmen auf diese Weise. Mit ein paar Leuten sollte man das ganz gut schaffen. Ich meine, die meisten Verstecke schaffe ich sowieso alleine. Ich glaube, die bergmantigen Verstecke waren auch ein bisschen netter. Die von den Seeräubern sind halt immer eklig. Ausgerechnet die. Ja, ja, ist okay. Okay, Leute. Ab geht's, rein da. Jetzt habe ich auch meine Armbrust verloren. Oh, Mann. Ich muss ein bisschen Frust rauslassen. Tut mir leid, nichts Persönliches. Das wurmt mich jetzt sogar noch mehr als das mit Vlandia, muss ich sagen. Okay. Schöner Stein. Nix da. Rest holen wir uns dann auch noch schnell mit. Wie, der Rest hat niemals... Ich kann die Lage mittlerweile wirklich alleine ausräuchern. Einzige, wofür die da sind, sind, dass sie mir Wegweiser sind, wo noch Gegner sind. Das wissen die nämlich immer automatisch. Warum habe ich jetzt die Waffe gewechselt? Das wollte ich doch gar nicht. Okay. Schöne Armbrust, die ich hatte, ey. Tut mir leid. Heute werden keine Wurfspeere vergeben. Ach, das war's schon. Hi, du. Du und deine ganzen Leute müssen auf jeden Fall mal mitkommen. Wir haben wichtige Sachen zu besprechen. Komm, bring was hinter uns. Ab geht's. Vielen Dank. Einmal mitkommen, bitte. Dankeschön. Erster Loot ist auch dabei. Aber jetzt mal im Ernst, irgendwo hier oben waren noch Seeräuber. Wo sind die bitte aufgetaucht? Ich hätte wirklich gerne Seeräuber. Gut, jetzt wo ich mal mit den Azrael wieder zwischenzeitlich kurz im Frieden bin, ich möchte es extra so erwähnen. Nein, es ist gerade nicht so wichtig. Ach, Sinon hat rebelliert. Interessant. Können wir irgendwas anwerben? Drei Armbrustschützen, das ist okay, da haben wir erstmal was. Können wir dann auch gleich. Nein, jetzt gibt's keine Heirat. Jetzt können wir ein bisschen Nahrungsmittel mitnehmen, bitte. K
Kann mir bitte jemand sagen, welcher Adlige das war? Sowohl der, den wir auf dem Feld besiegt haben, als auch der uns auf dem Feld besiegt hat, so rum. Der uns auf dem Feld besiegt hat, als auch der mich dann gefangen genommen hat. Bitte schreibt mir die Namen in die Kommentare, weil die Hinrichtung von den beiden, die müssen wir zelebrieren. Das muss irgendwie ganz besonders ausgeschmückt werden. Das ist eine persönliche Fehde. Ich meine, wir können natürlich auch hergehen und genau von diesen zwei Leuten den kompletten Familienstammbaum auslöschen. Nee, den Rest der Fraktion lassen. Oder wir machen wirklich einen kompletten Clean vom gesamten Adelsstand. Weil ich meine, die haben ja ganz Aserei vertreten. Von daher finde ich das angemessen. Da kriegt man noch mal ein paar Pferdchen. Das ist gut. So, jetzt haben wir wahrscheinlich kurz einen Herdenmalus. Aber das wird nicht lange sein. Nee, haben wir gar nicht mal. Interessant. Können wir jetzt ein paar... Ja, wir können jetzt noch ein bisschen rekrutieren. Das ist gut. Da nehmen wir noch ein paar Pferdchen mit. Ja, wo auch immer diese paar Seeräuber von Kurzen herkommen, das ist ein bisschen deprimierend, dass die jetzt... Ja, dann machen wir noch das... Die Waldbanditenverstecke gehen wenigstens schnell. Ach, guck mal, das sind sogar welche. Ja, geil, kommt mal her. Oh, willkommen, bitte mitkommen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. So, endlich wieder ein bisschen Trageplatz. Und da kriegen wir noch mehr. Ich wünschte, ich würde jetzt halt wieder mal ein paar richtig schöne große Seeräuberhorden finden. Einmal mal so ein 50er, 60er Trupp, wie wir es schon mal hatten. Und wir hätten unsere Reihen sehr schnell wieder aufgefüllt. So. Die Waldbanditen nehmen auch ordentlich. Die Armbrustschützen legen gleich los. Die Waldbanditen gehen wenigstens schön schnell jedes Mal. Das sah aus, als hätte es wehgetan. Kannst du froh sein, dass du noch einen Hammer ins Gesicht bekommen hast. Hätte schlimmer ausgehen können. Und putz, und putz, und putz. Wisst ihr, alle die Günther beitreten, haben vergessen, wer sie waren. Einfach nur, weil die alle den Hammer übers Gesicht bekommen haben. Alle Gedächtnisschwund. Dieses Vergesst eure Vergangenheit ist bei Günthers Truppe wirklich wahrlich 1:1 Programm. Das ging in den Hinterkopf. Ich wollte gerade sagen, dich überlasse ich meinen Handlangern, aber anscheinend wollte er persönlich die Günther-Behandlung haben. Günther ist gelehrter Masseur mit dem Kolben. Jetzt habe ich außerdem falsch geblockt. Zum Glück kann man ihn nicht richtig zum Schlagen. So, du willst mir auch noch beitreten, habe ich gehört. Finde ich gut. Na, komm mal ran da. Ein guter Schwung und das war's. Einmal gut erwischt, einfach nur. Nice. Dann auch wieder ein bisschen meine Kapazität. Nehmen wir mal so viel mit, wie geht. So. Okay. Gehen wir mal ein bisschen Nahrung kaufen. Stimmt, eigentlich sollten wir, wenn es darum geht, jetzt eine Adelslinie auszurotten, sollten wir eigentlich mit denen anfangen. Da haben wir unsere erste Fehde. Dann ja, wir können da wirklich eine Reihenfolge machen. Wir machen jetzt so ein Buch des Grolls. Günther wird zum Zwerg. Das wird einfach immer weitergeschrieben und wir müssen jetzt mal irgendwo anfangen. Fände ich zumindest ganz gut. Habt ihr irgendeine schöne Armbrust für mich? Ja, ihr habt wieder die. Ja, nehmen wir mit. Die war okay. Und schwere Bolzen einmal.
Dann hätte ich gerne allerlei Lebensmittel. Von allem etwas. So. Ah, die sind auch schon markiert. Sehr gut. Schön, dass sich das merkt. Ach, guck mal, weiteres Waldbanditenversteck. Wie gesagt, nehmen wir alles mal mit, wo wir, wo jetzt wahrscheinlich... Obwohl, da könnten noch welche spawnen. Weil eigentlich habe ich ansonsten mal alle Verstecke mitgenommen. Na, ja, guck mal, da spawnen noch welche. Dann lasse ich das Versteck mal. Wir nehmen aber die ganzen Truppen mit. Wenn wir erstmal jetzt 100 Waldbanditen haben, ist es eben so. Dann ist es diesmal. Letztens hatten wir die Bergbanditenkarawane, das ist jetzt die Waldbanditenkarawane. Finde ich gut. Da haben wir jetzt hauptsächlich so einen Robin Hood. Habt ihr imperiale Bauern dabei? Lasst mich damit in Ruhe. Das ist schon lustig irgendwo, dass wir jetzt einfach mal so eine riesige Robin Hood-Armee einfach haben. Ich meine, so rein fernkampfbasierte Stacks, vor allem wenn man die gut managen kann und weiß, wie man das macht, auch gegen Schildtruppen, man muss die halt wirklich auf zwei Gruppen aufteilen und gucken, dass eine Seite frontal steht und die andere in die Seite schießt. Wenn man die halbwegs managen kann, so reine Fernkampf-Only-Stacks sind schon echt mighty. Ich meine, im Notfall, wenn du Fernkampf-Only machen willst, machst du eh dann die batanischen Adligen einfach und damit mähst du eh alles um im Spiel. Vor allem, weil die auch im Nahkampf auch echt fähig sind. Ja, jetzt haben wir einfach die Waldbanditenkarawane. Herzlichen Glückwunsch. Gucken wir mal da runter. In die Richtung und dann gucke ich mal Richtung Azerai. Dann machen wir wirklich eine kleine Reise nach Azerai. Einfach um zu gucken, ob dass wir da so einen Steppenbanditen haben, dass wir die mal wirklich loswerden. Ob die sich mir anschließen sollen, weiß ich noch nicht. Vielleicht unter Umständen. So. Dann gebt mir noch mal Nahrung, bitte. Getreide, Fisch, Oliven, von allem wirklich noch mal ein bisschen was. Oh, das ist okay, wenn wir es haben. Außerdem könnte ich höchstwahrscheinlich auch ein bisschen was schmieden, wenn ich mal wieder Ausrüstung habe, zumindest dafür. Okay, gehen wir mal in die Richtung und schauen mal uns Azerai an. Das Versteck, komm, das machen wir auch noch schnell mit weg. Weil ich glaube, das ist auch eins von diesen Verstecken, dass keine Banditen mehr spawnt. Wir müssen jetzt mal wirklich die ganzen Spawner loswerden, dass wir wieder die Chance ist, dass Seeräuber kommen können. Weil es ist Wahnsinn, wir haben so lange keine Seeräuber mehr gesehen, das sind eigentlich schon die idealen Truppen für mich. Ich wünschte halt, man könnte das irgendwie auswürfen, die Dinge. Weil irgendwann, ich kann halt irgendwann keine Banditenverstecke mehr sehen, aber das gehört essentiell zu meinem Spielstil dazu. Dass die ausgelöscht werden müssen. Alle die Oberkörper frei. Das hätte ja gerade so eine Grillparty gestört im Hochsommer. Wer ruft dir Coward? Ich geb dir einen Coward, hier! Was war denn das? Cool. Putz! Und die andere Richtung. Oh. Der Baum ist geknickt. Armer Baum. Keine Sorge, das wird wieder besser. Günther hat Mitleid mit Baum. Damit meine ich nicht den Truppentyp Baum. Den es hier gibt, von diesen, die sich Setzling, Baum und sonst irgendwas nennen. Guten Tag! Ich möchte einmal den Rasen mähen, bitte. Gern geschehen. Wären Sie uns bald wieder.
Ah, Leute, die nicht ständig mit dem Schild herumblocken, wie wahnsinnig, wo man schön durchhämmern kann, die machen immer noch am meisten Spaß. Können wir nicht einfach mal gegen 200 oberkörperfreie Waldbanditen hier, hier Bergbanditen ins Feld ziehen? So. Dann komm mal her, du. Wir haben noch was zu besprechen. Das Problem mit den Bergbanditen ist ja, wenn ich dann nicht gerade die Briten draus mache, werden die gar nicht Rang 4. Was wiederum bedeutet, ich kriege auf die gar nicht den Discount, den ich mit der Armbrust habe am Ende. Okay. Die Waldbanditen-Karawane zieht weiter. Da gehen wir auch mal kurz einkaufen. Oder reicht das schon? Ich bin gerade unsicher. Zumindest kriegen wir noch mal ein paar Pferdchen. Und ich kann bestimmt noch mal Nahrung holen, oder? Ja, das sieht gut aus. Preis ist egal. Hauptsache, wir haben Nahrung dabei. Trauben bräuchten wir mal. Es gab, doch in der Nähe da oben, wollte ich schon gerade sagen. Ja, gab es doch eine Traubenfabrik. Eine Traubenfabrik vor allem. Hier, eine Traubenfarm. Gibt's eigentlich mittlerweile nochmal Fortschritt, was meine, ja, 235, also meine Truppengröße macht konstant weiter Fortschritte, mit dem Vogt-Leveln zumindest. Finde ich gut. Was soll bedeuten jetzt mit 235? Ja, wir gehen auf die 300 zu, aber zu langsam für meinen Geschmack. Ich bin schon da an meinem Ziel vorbei. Ich wollte die Trauben haben. Ja, mit den Trauben. Ja, mit den... Nehmen wir gleich ein paar mehr. Ist mir egal, ob Kapazität erschritten ist. Weiter geht's. Okay, ich habe mich mit irgendeiner Vermittlerin besser angefreundet. Ist in Ordnung, kann man mal machen. Habe ich gehört. Hey, wir können mal an der Schmiede ein bisschen was einschmelzen wieder. Oh. Ratet mal, was wieder fehlt. Genau. Habt ihr noch ein bisschen Hartholz? Bill mich bitte. Wenn wir schon dabei sind, was braucht man denn noch an Nahrung? Bier und Käse könnte besser aussehen. So, Schmiede bitte wieder betreten. Und der Rest wird eingeschmolzen. Eisengabel für 200 Waffen, das hört sich gut an. So, haben wir schon mal wieder einen schönen Start. Der Rest wird verkauft. Kapazität immer nur überschritten, aber egal, das wird schon weggefuttert. Alternativ habt ihr doch bestimmt noch ein paar Pferde. Ja, die Midland-Zelte da, die nehme ich mit. Beziehungsweise Zelte. Die Midland-Campe. Ach, da müssen wir runter. Passt. Gut, dann gibt es einen kleinen Ausflug in den Süden. Schwertschwester nehmen wir mal mit. Und gleichzeitig möchte ich mal kurz gucken, dass wir noch ein paar Pferde haben. Für mehr Tragekapazität, für mehr Geschwindigkeit. Es sind jetzt keine Packpferde, aber sie geben trotzdem ein bisschen Tragekapazität dazu. Mein Hauptargument ist wirklich nach wie vor Speed. Fisch, Bier, Butter, Olivenfleisch.
Wir sind jetzt mal kurz ein bisschen überladen, aber ist eben so. Müssen wir mitleben. Wir werden jetzt nicht gejagt. Aber ich hätte gern den Vogtbonus. Also bis jetzt sicher nicht viele Banditenverstecke. So, mit den Leuten, die wir jetzt hier rekrutieren, sollten wir dann auch wieder ein bisschen mehr Kapazität bekommen. Dass wir jetzt auch mal... dauert nicht mehr lang. Noch ein bisschen was wegfuttern und dann wird das. Hole ich da noch ein paar Tierchen. Pferde kosten echt nicht viel gerade. Ja, das müsste ich gleich geregelt haben mit der Kapazität. Ah, stimmt, was ich auch, glaube ich, noch gar nicht gemacht habe. Ist die Rollen wieder zu verteilen. Alles klar. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen schneller. Nicht viel unterwegs hier. Irgendwas hat man, glaube ich, noch. Obwohl, wir haben wirklich gerade keinen großartigen Mangel. Passt. Ah, wir können mal gucken, ob wir Söldner mitnehmen können. Karawanen machen. Nö, muss nicht sein. Hier sind aber wirklich keine. Ich habe echt gedacht, dass jetzt dann alles mit Banditenlagern vollgestellt ist, aber hier ist wirklich nichts großartig. Spawnt das vielleicht immer nur in der Nähe vom Spieler oder so? Aber hey, kleiner Ausflug in die Wüste ist ja auch mal okay. Weiter in den Hinterlanden ist da, glaube ich, nichts. Das war im Norden auch nicht der Fall. Ne, ich glaube, hier gibt es echt keinen großartigen Banditen. Dann haben wir uns mal kurz einen kurzen Ausflug in die Wüste gehabt. Haben wir uns das auch mal alles angeguckt. Dann gucken wir mal da oben. Machen wir so einen kleinen Rundgang. Pharok ist aufgestiegen. Wer soll denn das sein? Ach, einer von den Verwandten mal wieder. Beim Reisen würde ich sagen. Wir sind so viel unterwegs immer. Trefferpunkte beim Reisen generieren ist gut. Wüstenbanditen. Na, dann mache ich. Komm, einmal Wüstenbanditen-Camp kaputt machen ist. Wenn wir schon mal hier sind. Das gehört ja mit zu kulturellen Erfahrungen. Kultureller Erfahrungsaustausch. Guten Tag, ich bin der Austausch-Banditenprügler aus dem Norden. Ich guck mal vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich schon jemals ein Wüstenbanditenversteck angegriffen habe. Wisst ihr was? Ha, ich glaube, ich krieg die. Ha! Bad off. Beduinenstreuner. Ja, das von mir ist mal mit. Ihr habt einen Kolben. Das ist schon mal ein Argument. Wisst ihr was? Ihr dürft euch gleich mal beweisen. Kommt mit. Oh. Darf nein. Ah, da. Ihr seid es also. Ja, doch, doch, doch. Ein schöner Kolben. Muss ich sagen. Nicht schlecht. Angriff. Nach Belieben schießen. Ah ja, verstehe. So sieht das also bei euch aus. Da kolbt man doch gerne einmal durch. So. Ach, guck mal einen an. Das war nur so ein kleiner Überraschungsbesuch. Ich wollte nur mal wissen, ob da jemand ist. Ooh.
Das ist doch kein Stuhl. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Ah, ich sehe jetzt schon, dass ich die Camps hier nicht mag. Das ist wie bei den Seeräubern. Diese blöden, verwinkelten Höhlen. Aua. Superheldenlandung. Obwohl, nicht, ist es so. Ich würde sagen, das zweitschlimmste Camp. Die Seeräuber ist schlimmer. Hier hat man wenigstens, hier weiß ich wenigstens, wo es lang geht. Mein Lieblingsraids sind immer noch die Waldbanditen, weil das ist schön schnell. Es ist einfach so relativ gut angeordnet, du bist schnell durch. Das geht einfach schön fix. Ach, guck mal, frisch aufgestanden. Holen wir mal den normalen Kolben ein bisschen raus. Irgendwo noch jemand da? In die andere Richtung, ich verstehe. Ja, ich glaube, die machen das schon ganz gut. Also das sind die Level, bei denen ich... Okay, ist es auf einem Level mit dem Seeräuber. Mit der Seeräuber-Map. Ich muss sagen... In solchen Augenblicken bin ich froh, dass ich... Ich kann die Lager theoretisch mittlerweile solo machen, aber ich bin froh, dass ich es nicht muss. Weil genau zu solchen Augenblicken... So, du hast jetzt auch mal die Kolben-Erfahrung bekommen, Leute. Merkt euch meinen Namen. Ich werde bald wiederkommen hier in den Süden. Ja, ich finde es gut, dass Truppen dabei sind, die mir einfach den Weg zeigen. Das ist wichtig. Ansonsten würde ich die niemals finden. Niemals. So. Dann haben wir das auch. Dann sind wir eigentlich durch hier. Wer ist hier vom Pferdehof? Habt ihr mir auch eine Wurst mitgebracht? So, jetzt Bier. Habt ihr Bier? Ein bisschen Bier würde ich kaufen. Und ein paar Pferde wieder. Bier, Bier, Bier. Bier. Da ist nochmal so ein Wüstenlager. Ja, damit vielleicht woanders auf der Map nochmal neu spawnen, nehme ich das auch noch schnell mit. Ach, da drüben sind die ganzen Steppenbanditen. Ich verstehe. Ah, ne, Moment, das sind alles Steppenbanditen. Keine Wüstenbanditen, das sind Steppenbanditen. Ja, es kann sein, dass hier alles mit Steppenbanditen vollgestellt ist. Okay, wisst ihr was? Wir sind jetzt eh bei fast 40 Minuten wieder für diese Folge. Passt soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Nächste Folge wird eine Steppenbanditensäuberung, weil ich glaube, das ist das große Problem hier. Die, also nicht die im Süden, die Steppenbanditen stellen hier die ganzen Plätze zu. Ich glaube, da haben wir das Hornissennest jetzt gefunden. Okay, gut, dann kümmern wir uns hier rum dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Bye-bye.